Man hatte das Gefühl, dass er sehr herrisch und überheblich war. Und dass man immer das Gefühl hatte, man ist ein kleines Würstchen und es ist eine große Gnade, dass ein solcher Mann überhaupt das Wort an einen richtet. Ich denke, er war eher ein Bote als ein Politiker. Aber er führte schreckliche Aufträge aus. Wieso konnte er einen solchen Idioten wie Remtrop als Außenminister haben? Das sagte ich, das kann ich Ihnen nicht erklären. Hitler wählte von Ribbentrop zu seinem Außenminister, weil er naiverweise glaubte, dass ein erfolgreicher Champagnerkaufmann auch etwas von Diplomatie verstehen würde. Er hatte zwar eigene Ideen, aber nur solche, von denen er dachte, dass sie mit Hitler übereinstimmten. Die Mächte des weltpolitischen Dreiecks aber werden aus ihrem harten und unerbittlichen Kampf gegen den Kommunismus in immer tieferer Freundschaft einander verbunden und somit Gestalter und Garanten einer neuen und gerechteren Zukunft. Er passte sich sehr gut an die Menschen an, die um ihn herum waren, und hat geschmeichelt. Er war sehr eitel und arrogant und stets bemüht, eine gute Figur abzugeben. Er war schließlich ein Schauspieler, der nur versuchte, eine starke Rolle zu spielen. Ich bin dann im Jahre 1910 nach Kanada. Ursprünglich sollte ich in die deutschen Kolonien, aber dann ging ich nach Amerika. Ich wollte die Welt sehen. Die neue Welt. Für ein paar Jahre war er Teil von ihr. Diese Brücke hat er mitgebaut. Ein 17 Jahre alter Einwanderer. Mit allen Chancen und nicht unsympathisch. Ich erinnere, was meine Eltern mir erzählten. Für sie war er ein äußerst attraktiver Mann. Und sie waren gern mit ihm zusammen. Er wurde auf viele Partys eingeladen. Er war ein Frauenheld, glaube ich. Wie anders wäre mein Leben verlaufen, wäre ich hier geblieben, sagt der Todeskandidat in seiner Nürnberger Zelle. Zum Kriegsverbrecher wird man nicht geboren. Ribbentrops erste Karriere in der kanadischen Society. Ein smarter Geschäftsmann. Kontaktpflege beim Flirten und beim Tanzen. Gastspiele in ganz Amerika. Er trug Knickerbocker mit hohen Socken und außerdem eine sehr enge Jacke vorne zugeknöpft. Er tanzte mit jeder und das sehr gut. Wenn die Musik spielte, dann tanzte er. Besonders Walzer oder den Zehn-Schritte-Tanz, den mochte er am meisten. Wo man sich trifft, da ist auch Ribbentrop. Gerüchte über Nebentätigkeiten. Ein Agent des deutschen Kaisers? Als meine Eltern bemerkten, dass er in den Zeitungen als Spion bezeichnet wurde, konnten sie das nicht glauben. Good old Rip, ein Spion? Er war doch ein Freund. Doch good old Rip verschwindet nach einem rauschenden Fest. Er flieht in den Krieg. Die neue Welt sieht er nie wieder. Er wird Husar und Oberleutnant, dekoriert mit dem Eisernen Kreuz. Nicht weit entfernt im Schützengraben ein anderer Soldat aus Österreich.
Noch kreuzen sich ihre Wege nicht. Der Krieg ist verloren, der Frieden hart. Doch Ribbentrop macht wieder Geschäfte. Das Ziel des Partylöwen ist das alte, Aufstieg in die bessere Gesellschaft. Das Kleingeld dafür bekommt er vom Sekthandel. Zu der Zeit wurde er immer als Ribbensnob genannt. Und dann hat alles so etwas gekichert. Denn er war ein Snob. Er wurde gerne mit Prinzlingen und der höheren, besseren Berliner Gesellschaft gesehen. Und dann hat er Glück gehabt, eine reiche Frau zu heiraten. Und wird Schwiegersohn des Sektbarons. Heirat mit Anneliese Henkel. Die zweite Karriere. Mit der Straße hat er nichts zu tun. Dort muss der Weltkriegskamerad noch trommeln. Dessen Publikum kommt nicht aus den Salons. Eine fremde Welt für Herrn von Ribbentrop, der sich zur besseren Gesellschaft zählt. Ein elegant eingerichtetes Haus, soweit ich mich erinnere, sehr moderne Kunst. Und, was mich auch interessierte, eine ganze Masse Herren der Gesellschaft, die die jüdische Vorfahren hatten. Das lasse ich mir aufhören, sonst nichts. Dieser Herr ist gegen die Juden und auch auf dem Weg nach oben. Doch für die Macht braucht er mehr als den Dunst der Bierkeller. Ribbentrop steht dem noch fern. Ihm ist er nah. Gustav Stresemann, der Demokrat. Doch Weggefährte in der Politik wird Franz von Papen. Ihr Thema ist die Republik, die um ihr Überleben kämpft. Wem überlässt man sie? Dem Trommler, der Rettung verheißt? Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entehrung ertragen wir nicht. Ribbentrop entscheidet sich für Hitler. Und dieser? Ribbentrop hatte für Hitler eine Bedeutung, da er aus sogenannten besseren Hause kam. Und Hitler hatte ja nicht so viele Leute um sich, die gebildet waren oder aus gutem Hause kamen. Wie der Sektkaufmann, in dessen Villa Hitlers Helfer nun die Republik vernichten. Frau von Ribbentrop notiert, Januar 33, ein Tagebuch der Machterschleichung. Sonntag, 22. Januar. Abends 10 Uhr Zusammenkunft bei uns in Dahlem. Hitler, Frick, Göring, Körner, Meißner, Sohn Hindenburg, Papen, Joachim. Papen will jetzt Kanzlerschaft Hitlers durchsetzen. Dienstag, 24. Januar. Tee in Dahlem. Frick, Göring, Papen, Joachim. Beschlussfassung über eine nationale Front zur Unterstützung Papens beim alten Hindenburg. Freitag, 27. Januar. Joachim schlägt Hitler vor, nationale Front schnellstmöglich herzustellen und sich mit Papen zu endgültiger Aussprache abends in Dahlem zu treffen. Im Anschluss daran lange Aussprache mit Göring, wobei weitere Taktik besprochen wurde. Sonntag, 29. Januar. Hitler erklärt, dass alles im Klaren sei. Es müssten aber Neuwahlen angesetzt werden und ein Ermächtigungsgesetz müsse kommen. Da Hindenburg nicht wählen lassen will, bittet Hitler Joachim, Hindenburg zu sagen, dass dies die letzten Wahlen seien. Montag, 30. Januar. Hitler ist zum Kanzler ernannt worden. Ich hatte den Eindruck, hier einem Manne gegenüber zu sein, der wusste, was er wollte und der eine sehr starke Persönlichkeit war. Ribbentrop hat seinen Meister gefunden und folgt ihm ergeben. Da habe ich gehört, mit welcher ungeheuren Stärke, Kraft und Überzeugung er, wenn man will, auch Brutalität und Härte, er seine Meinung äußern konnte, wenn er glaubte, dass sich Widerstände auf dem Wege zeigten.
In der Gabe, Hitler zuzuhören, übertrifft den neuen Helfer keiner. Er hatte noch eine Eigenschaft, er versuchte immer im Voraus festzustellen, welche Auffassung Hitler hatte, was Hitler wollte, und das trug ihm dann vor. So macht man Karriere in der Diktatur. Es hat uns alle überrascht, dass er so eine Karriere gemacht hat. Denn wir dachten eigentlich, dass er gar nicht so furchtbar akademisch gescheit war. Aber er muss von einer Riesenschlauheit gewesen sein. Wie wird man Kriegsverbrecher? Man folgt einem Tyrannen. Sein Geld hat er geheiratet, seinen Namen gekauft, sein Amt erschwindelt, sagen die anderen. Nur einer hält dem Aufsteiger die Stange. SS-Chef Himmler. Der Dudes-Freund will auch Einfluss auf die Außenpolitik des Dritten Reiches. Es gab eine sogenannte Dienststelle Ribbentrop im Stab von Hess. Und da hatte sich Ribbentrop einige Leute hingeholt, die also auch etwas von Außenpolitik verstanden, von Geschichte. Und mit denen hat er dann alle möglichen Sonderaufgaben gemacht. Zum Beispiel ein Abkommen mit England, was die Diplomaten nicht schafften. Der Versailler Vertrag wird ergänzt. Nun darf Hitler seine Flotte auf ein Drittel der britischen nachrüsten. Es ist möglich geworden, durch die großzügige, weit vorausschauende Einstellung des deutschen Reichskanzlers, es ist der erste praktische Schritt seit Jahren auf dem Wege zu einer Rüstungsbegrenzung und zu einer allgemeinen Befriedung in Europa. Die nächste Befriedung? Das Rheinland wird besetzt. Versailles wieder ergänzt. Wir wollen nichts anderes als Friede. Wollen nichts anderes als Ruhe. Wollen nichts anderes, als uns unseren Aufgaben bieten können. Wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht. Und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. Der Meister und seine Stimme. A nation which once and for all has restored. Eine Nation, die jetzt für immer ihre Souveränität hergestellt hat, die niemals zulassen wird, dass ihre Souveränität wieder in Frage gestellt wird. Aber auch eine Nation, die nichts anderes will als Freiheit, Gleichheit und Frieden. Um solche hehren Werte geht es freilich nicht, als Hitlers Bote Botschafter in London wird. Ribbentrop soll seinem Meister einen alten Traum erfüllen. Ribbentrop kam nach London mit der erklärten Absicht, Hitlers Ziel zu verwirklichen. Ein Bündnis mit den Briten. Die Aufteilung des Globus zwischen Briten und Deutschen. Dafür soll Ribbentrop in London werben, ganz der anglophile England-Kenner. Als ich im Jahr 36 zu ihm nach London kam, da musste alles Englisch sein, angefangen von den Kleidungsstücken bis zum Tee. Tea Time in der deutschen Botschaft. Mit Britanniens Adel. Vielen nützt es nicht. Denn Herr von Ribbentrop gibt sich als Herrenmensch, sogar vor König Georg. Er legte großen Wert darauf, was für ein guter Nazi er war und wie nahe er Hitler stand. Das Erste, was hier nicht so gut ankam, war, als er bei seiner Akkreditierung vor dem König mit dem Hitlergruß salutierte. Der König, glaube ich, sagte, naja, wir sind das gewohnt, dass die Leute aus den Kolonien, dass die uns auch immer mit ihrem einheimischen Grüßen begrüßen. Hitler verzeiht. Hauptsache, der Handlanger ist willig. Die Feinde Ribbentrops, also Goebbels, Göring, Hess, konnten nichts erreichen, denn Hitler stützte prinzipiell immer den, der von den Parteipaladinen verfolgt wurde. Der Außenseiter und sein Chef, bis zum Ende eingespannt.
Wir hatten den Eindruck, dass Ribbentrop keinerlei Hausmacht hatte. Er hatte keine Position in der Partei, wie etwa Göring, Goebbels oder Himmler. Es gab nur Hitler, der ihn stützte. Und deshalb fuhr er immer nach Deutschland, um mit Hitler in engem Kontakt zu sein, damit niemand seine Position untergraben könnte. Als Botschafter ein Dilettant. Doch Hitlers Außenpolitik betreibt er weiter. 1937 Pakt mit Japan und Italien, vorbei am Auswärtigen Amt. Ein weiterer Erfolg für Ribbentrop. Ein Bündnis gegen den Bolschewismus, für den Krieg, den er will, weil sein Meister ihn will. Hitler las in den deutschen Nachrichten und auf einmal sagte ihm Ribbentrop: Mein Führer, wir werden wohl bald das Schwert ziehen müssen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird Hitler ihn auffressen. Hitler sagte: Nein, Ribbentrop, jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Denn noch setzt Hitler auf die blutsverwandten Vettern von der Insel. Doch die wollen nicht. Ribbentrop ist schwer beleidigt. Er fühlte sich wie ein zurückgestoßener Liebhaber und wurde antibritisch. So wurde auch sein Einfluss auf Hitler antibritisch. Wenn nicht mit, dann eben gegen England, sagt sich der verschmähte Liebhaber. Sein Führer bleibt ihm treu. Ribbentrop wird Außenminister. Er hoffte wahrscheinlich durch Ribbentrop als Parteimann, jemand an der Spitze des Auswärtigen Amtes zu haben, der so da eine gewisse Umorientierung im Auswärtigen Amt herbeiführen könnte. März 38, Anschluss Österreichs. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Diesen Eintritt hätte Hitlers Helfer fast verpasst. Der frisch gebackene Außenminister ist hier nur Statist. Das soll ihm nie mehr passieren. München, September 38. Englands Premier Chamberlain und Ribbentrop. Es geht um das Sudetenland. Der Brite kommt Hitler entgegen. Aber der will eigentlich mehr, die ganze Tschechoslowakei. Zwei Wochen später ist Chamberlain erneut in München. Die Menschen wollen Frieden, wie der Brite. Hitler will den Krieg, wie Ribbentrop. Doch Göring und Mussolini setzen sich durch. Der Krieg wird verschoben. Hitler unterzeichnet, aber fühlt sich betrogen, wie sein Handlanger. Als Ribbentrop sich beschwerte, dass er diese Friedenserklärung von Chamberlain unterschrieben hatte, die ihm Chamberlain überraschend vorlegte, sagte er: Ach, das hat ja gar nichts zu sagen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Fünf Monate später, Vertragsbruch. Hitler hat die Tschechoslowakei zerschlagen. Und Berlin bejubelt den Aggressor. Die letzte gelungene Erpressung. Jetzt halten die Briten dagegen. Von da an war Chamberlain nicht mehr bedacht auf Ausgleich, sondern auf Klarheit. Falls ein Versuch gemacht würde, die Lage mit militärischen Mitteln zu verändern, zum Beispiel die Unabhängigkeit Polens in Frage zu stellen, dann würde das unausweichlich eine Situation nach sich ziehen, in welche dieses Land verwickelt wäre. Er wusste, dass er sich nun gegen Hitler wehren musste. Was er sich bis dahin nicht vorstellen konnte, war der Versuch, Russland in eine Allianz mit England und Frankreich zu bringen, um die Polen zu unterstützen, die Hitlers nächstes Ziel waren. Frühjahr 39. Hitler befiehlt den Aufmarsch gegen Polen. Der Handlanger ist hochgestimmt. Diesen Krieg lässt man sich nicht mehr nehmen.
Dann noch einmal Hektik. Paris und London scheinen sich mit Moskau über Polen zu einigen. Eine englisch-französische Delegation verhandelt bereits mit den Sowjets. Das hat Hitler nicht eingeplant. Und er schickt seinen Boten. Ribbentrop muss Briten und Franzosen zuvorkommen. Der Reichsaußenminister hat keine Bedenken, Bolschewisten die Hand zu reichen. Er ist Machtpolitiker, kein Ideologe. Ein Herrenmensch im Reich der Proletarier. Was niemand sich hat vorstellen können, das geschieht in Moskau. Hitlers Helfer auf dem Weg zum Erzfeind Stalin. Wir hatten keine Ahnung davon, dass Ribbentrop nach Moskau fahren würde. Wir wussten zwar, dass es Kontakte gab, aber auf einem viel niedrigeren Niveau. Der Wettlauf beginnt. Wer gewinnt die Gunst des Kremlherrn? Ribbentrop hat gute Karten. Er kann Stalin Land anbieten. Das ist seine Stunde. Nie wieder ist er für Hitler so wichtig wie an diesem Tag im Kreml beim roten Diktator. Es waren an diesen Verhandlungen beteiligt Molotow als der Regierungschef und Stalin als Parteichef, der ja keine offizielle Regierungsposition hatte, kein Regierungsamt hatte. Und das war schon auffällig, dass Stalin selber daran teilnahm. Nervosität auf dem Berghof. Hitler hat Angst, dass Ribbentrop scheitert. Jede Nachricht aus Moskau wird ihm sofort überbracht. Ich saß in der Botschaft und hatte eine Spezialleitung nach Deutschland, nach Berlin. Und wenn irgendwelche Grenzveränderungen, Grenzverschiebungen stattfanden, gab ich die durch. Die wurden Hitler vorgelegt. Die hat er immer gleich in einer ganz kurzer Zeit genehmigt, Zeichen, dass er außerordentlichen Wert darauf legt, dass dieser Vertrag zustande kam. Der Teufelspakt der Diktatoren. Da hat dann Ribbentrop auf Weisung von Hitler diese Zugeständnisse gemacht. Ja, die baltischen Staaten interessieren uns nicht. Und auch Bessarabien ist keine Frage, die uns besonders beschäftigt oder interessiert. Und man könne sich also darüber verständigen. Und dann ist dieses Geheimprotokoll zustande gekommen. Der Stalin konnte ja außerordentlich, war ja außerordentlich liebenswürdig, im Gegensatz zu Hitler. Er war ein Unmensch, nicht wahr? Ein Untier und ein großer Verbrecher. Aber er war außerordentlich liebenswürdig und freundlich. Und das hat wohl dem Ribbentrop auch einen großen Eindruck gemacht. Ribbentrop selber hat immer gesagt, er hätte sich dort gefühlt, wie man sich unter alten Parteigenossen gefühlt hätte. Und Stalin und Molotow haben sich auch sehr lobend über Hitler geäußert, dass er also ein ganz bedeutender Staatsmann und so weiter. Polen ist geteilt, bevor der erste Schuss gefallen ist. Als nachher Sekt gereicht wurde nach Abschluss des Vertrages, hat der Fotograf Laux, der mit dabei war, hat Aufnahmen gemacht. Und da hat Stalin gesagt, ach, das wollen wir lieber nicht veröffentlichen, dann kriegen unsere Völker einen falschen Eindruck, wenn wir hier ein Glas Sekt in der Hand haben. Und dann wollte Laux seinen Film aus der herausnehmen. Er sagte, Stalin, nein, wenn ein Deutscher mir sein Wort gibt, das reicht mir. Dieser Deutsche wird sein Wort bald brechen. Doch erst einmal genießt er den Triumph. Jubel nur für ihn. Der Name des Parteigenossen von Ribbentrop wird mit der politischen Erhebung des Deutschen, der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten verbunden sein. Er ging in die Geschichte ein, das Ribbentrop-Molotow-Abkommen. Und in einem gewissen Sinne, behaupte ich, war es scheinbar ein großer Erfolg. Aber natürlich verhinderte es nicht den Krieg, sondern machte ihn unausweichlich. Das stört die Freude nicht. Im Gegenteil. Ribbentrop ist so gelöst wie nie. Hat er nicht Weltpolitik gemacht, den Gang der Geschichte beeinflusst? Frau Anneliese ist zufrieden und der Führer auch. Die Euphorie ist bald verflogen. Mussolini will den Krieg nicht mitmachen. Io penso che lo spazio per una trattativa e penso che
Ich glaube, man hätte verhandeln können. Und Ribbentrop wusste das auch. Aber ich weiß nicht, ob Ribbentrop aufrichtig war. Doch mein Vater wollte verhandeln, das weiß ich genau. Berlin, August 39. Noch ist Frieden. Doch die Wehrmacht ist schon aufmarschiert. Wer kann den Krieg noch stoppen? Unser Botschafter in Berlin, Neville Henderson, hatte die Anweisung, Ribbentrop mehrmals aufzusuchen und ihm anzudrohen, wenn Hitler Polen angreift, dann halten wir unseren Beistandspakt mit Polen. Doch diese beiden Männer spielen Wabank. Sie glauben nicht, dass England Polen beisteht. 1. September 1939. Angriff auf Warschau. Zwei Tage nach dem Überfall erklären England und Frankreich Deutschland den Krieg. Ribbentrop und Hitler haben sich geirrt. Zwei Wochen später holt sich Stalin seinen Teil der Beute. Nach vier Wochen ist Polen besiegt. Warschau brennt. Noch einmal schickt Hitler Ende September Ribbentrop nach Moskau. Jetzt empfängt man ihn schon als Komplizen nach getaner Tat. Polen muss ordentlich geteilt werden. Stalin und sein neuer Freund in Berlin bestehen auf Nachbesserungen. Es gab dann nachher Schwierigkeiten, weil die Grenze mit einem dicken Stift gezogen war. Dieser dicke Stift breitet sich über, glaube ich, mehrere Kilometer aus. Das musste nachher noch mal genauer festgelegt werden. Mit diesen Festlegungen hört das freie Polen auf zu existieren. Gezeichnet Stalin und von Ribbentrop. Polen ist geschlagen, jetzt geht's gen Westen. Ribbentrop sucht Waffenbrüder. Mussolini zögert immer noch. Ich glaube, dass mein Vater auch nach Beginn des Krieges immer noch gehofft hat, es könnte ihm gelingen, ein zweites München zu organisieren. Am Ende aber tritt der Vater doch noch in den Krieg ein, weil er leichte Beute machen will. Ein Fehler, der ihm seinen Kopf kosten wird. Er rettet seinen Kopf. Der spanische Gesinnungsbruder Franco lässt sich nicht erweichen. Der Caudillo hält sich raus aus Hitlers Krieg. Dem Kriegsherrn bleiben nur noch Japan und Italien, der Drei-Mächte-Pakt. Das einzig relevante Kriegsbündnis, das sein Minister Ribbentrop zustande bringt. November 40. Stalins Außenminister Molotow in der Reichskanzlei. Hitler hat den Angriff gegen die Sowjetunion längst angeordnet. Für das alte Ziel, den Wahn vom Lebensraum im Osten. Ribbentrop will keinen Bruch mit Moskau, sondern das marode Empire mit Stalin teilen. Molotow hat andere Sorgen. Der deutsche Aufmarsch im Osten. Da wird Ribbentrops Bemühen um die Aufteilung der Welt jäh unterbrochen. Gerade hatte Ribbentrop angefangen, davon zu sprechen, dass das britische Reich bald am Boden zerstört sei. Da hörten wir, wie die Bomben um uns herum einschlugen. Es sind britische Bomben. Die Minister müssen in den Keller. Da fragte Molotow Ribbentrop, wenn die Engländer am Boden zerstört sind, wessen Flugzeuge bombardieren dann eure Hauptstadt? Und warum sitzen wir hier in diesem Bunker? Der Teilungsplan zerbombt. Besorgt reist Molotow zurück nach Moskau. Doch Stalin will jetzt keinen Krieg.
22. Juni 1941. Überfall auf die Sowjetunion. Unternehmen Barbarossa. Ein Vernichtungskrieg wird als Befreiungskreuzzug propagiert. Ribbentrop hat uns erklärt, die deutschen Kräfte hätten vor 2 Stunden die sowjetische Grenze überschritten. Das war mitten in der Nacht, 5 Uhr früh Moskauer Zeit. Ribbentrops Debakel. Vor der Weltpresse muss er bekannt geben, was er angeblich verhindern wollte, aber doch nicht wagt. Eben nur ein Handlanger. Was ihm bleibt, ist eine letzte Botschaft an den Kreml, die verlorenen Komplizen. Wir fingen an, das riesige Arbeitszimmer zu verlassen, als Ribbentrop plötzlich hinter mir herlief und mir ins Ohr flüsterte: Bitte richten Sie in Moskau aus, dass ich gegen diesen Krieg bin. Er wird eine Katastrophe über Deutschland bringen. Ich habe versucht, Hitler zu überzeugen, diesen Krieg nicht anzufangen, aber er wollte nicht auf mich hören. Legende oder Wahrheit? Der Minister ist gescheitert. Jetzt regieren die Generäle. Diplomaten braucht man nun nicht mehr. Ribbentrop reist seinem Führer hinterher. Genau wie der im eigenen Sonderzug, geschmückt mit den Insignien der Macht. Die nimmt ihm keiner, doch Bedeutung hat es nicht mehr. Im Gefolge Hitlers kämpft der dienstbeflissene Minister ohne Aufgabe um neue Perspektiven. Im Kriege hat er dann einen erbitterten Krieg geführt gegen das Reichsministerium für die besetzten Gebiete, gegen Rosenberg, gegen Koch in der Ukraine. Hat er aber nicht gemacht, weil deren Politik verfalscht ist, sondern weil er sagte, ich will bestimmen, was in der Sowjetunion vor sich geht. Der Paladin sucht ständigen Kontakt zu seinem Meister, denn nur der kann ihn beschützen. Er hatte immer Angst, dass ihm Göring oder Himmler oder Goebbels oder sonst wer den Rang bei Hitler ablaufen könnte und dass er dadurch in seiner Machtstellung beeinträchtigt würde. Macht und Geld. Ein Adelssitz für Herrn von Ribbentrop im Oderbruch. Heile Welt in einem Krieg, den er mit angezettelt hat. Der Krieg läuft schlecht, im Gegensatz zu seiner Sektfirma. Die Eroberungen stocken. Sein Profit nimmt zu. Der Golfplatz des Ministers. Der Griff nach Beutegut ist ihm vertraut. In Österreich residiert er unter anderem auf Schloss Fuschl. Hier hat der Kriegsgewinnler auch in schlechten Zeiten gute Aussicht. Auf Kosten des Besitzers. Herr von Ribbentrop machte meinem Mann ein Kaufangebot. Aber wir wollten unser Schloss nicht verkaufen und mein Mann lehnte höflich ab. Bald darauf wurde er verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Nach einigen Wochen wurde mir eine Urne mit seiner Asche zugesandt. Für den neuen Schlossherrn Bagatellen. Er braucht nur die Gunst des Kriegsherrn. Später wird Ribbentrop behaupten, er allein habe Hitler Ratschläge geben können. Nur habe dieser kaum darauf gehört. Um jeden Preis will er beweisen, dass er auch im Krieg noch nützlich ist. Er war ein überzeugter Nazi und wusste natürlich, was mit den Juden geschah. SS-General Ribbentrop weiß es nicht nur, er hilft mit. Und weist seine Beamten an, die Juden der besetzten Länder in den Tod zu deportieren. Ribbentrop, ein Handlanger des Holocaust. Wie immer kümmert ihn nicht das Detail. Er hat
bestimmt sich nicht für Einzelheiten interessiert und das lag ihm auch wohl überhaupt nicht. Mit Einzelfragen wollte er sich auch nicht befassen. Für ihn gab es nur große Politik. Der Minister weiß genug, um ganz genau zu wissen, dass er nicht mehr wissen will. Ohne Ribbentrops Beamte hätten Himmlers Mordgesellen ihren Auftrag nicht erfüllen können. Er war ja der Überzeugung, dass er etwas Gutes der Menschheit antut, wenn er die armen Juden vernichtet. Und wahrscheinlich hat der Ribbentrop sich so etwas Ähnliches gedacht. Ihm geht es um den Schein der Macht. Der wahre Machthaber in seinem Ministerium ist längst Himmler, der ihn schützt, weil er ihn braucht. Als willigen Vollstrecker. Am Ende wird er selbst gejagt. Die Engländer fassten ihn. Er leugnete aber, dass er der Außenminister Ribbentrop wäre. Die Briten greifen zu einem Trick. Eine Verwandte Ribbentrops soll ihnen helfen. Die eine Dame lief auf Ribbentrop zu und umarmte ihn und sagte, na endlich sehen wir uns mal wieder. Und da haben sie ihn sofort verhaftet. Nürnberg, 1946. Das letzte Kapitel. Ribbentrop ist Kriegsverbrecher Nummer 3. Schluss war Ribbentrop ganz allein. Seine letzte Stütze war der Adolf. Das hat ihm auch nichts mehr genützt. Der verlassene Handlanger. Im Nürnberger Gerichtssaal schwankt der Helfer Hitlers zwischen Größenwahn und Depression. In Wahrheit ist sein Auftritt nur Fassade. Ribbentrop ist ein gebrochener Mann. Von Ribbentrop hatte zwei, dreimal in der Woche keinen Ausgang, weil er den täglichen Appell nicht bestand. Er ließ sich gehen, er machte sein Bett nicht ordentlich. Er putzte seine Schuhe nicht. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ein jüdischer Sergeant einem SS-General, dem deutschen Außenminister, das perfekte Beispiel eines Supermenschen den Ausgang verbot, weil dieser nicht ordentlich und sauber genug war. Ribbentrop zeigt keine Reue. Schuldgefühle hat er nicht. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Mr. von Ribbentrop issued a directive. Herr von Ribbentrop gab die Anweisung, einen Aufstand in Polen zu inszenieren, um einen Vorwand zu haben. Ich zitiere, dass alle Bauernhöfe und Häuser der Polen in Flammen aufgehen und alle Juden getötet werden. Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen, genauso wie England seine Interessen wahrgenommen hat, um sich ein Fünftel der Welt untertan zu machen. Raub, Erpressung, Völkermord. So wird man Kriegsverbrecher. He also intervened with Mussolini. Er intervenierte auch bei Mussolini, um die italienischen Juden in Konzentrations- und Arbeitslager zu deportieren. Dies war im Urteil des Tribunals sein Anteil an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was his participation in crimes against humanity.
Das Urteil der Nürnberger Richter ist einstimmig. Tod durch den Strang. Hitlers Handlanger hat nichts anderes erwartet. Er war offensichtlich nicht überrascht. Nach meiner Erinnerung sank er etwas in sich zusammen. Aber er schrie nicht auf, sagte nichts. No comment at all. 16. Oktober 46, 1.19 Uhr. Ribbentrop wird als erster aus seiner Zelle geführt. Was folgt, ist ein grausiges Schauspiel. Die Henker haben den Gewichtsverlust der Männer nicht berechnet. Die Verurteilten sind zu leicht. Ich stellte fest, das Genick war nicht gebrochen, deshalb lebte er noch. Ich sprang an den Strick, habe mich an ihn drangehangen. Dann habe ich mit meiner rechten Hand sein linkes Ohr genommen. Ein Ruck und dann hat es Bing gemacht und er war tot.